Roman ist wirklich zusammengeschrieben. Und jetzt kannst du aber vielleicht doch erzählen, wie Zusammenschreiben geht. Also Zusammenschreiben geht so, dass man am Anfang sich die Geschichte ausdenkt, die Figuren ausdenkt, so verschiedene Eckdaten, wie alt sind die, wo stehen die politisch, wie sind die Familienkonstellationen. Und dann hat die Elke angefangen zu schreiben als Lore. Lore ist die weibliche Figur in diesem Paar. Und hat über Lore geschrieben und hat dann einen Dialog zu diesem Kapitel hinten angefügt mit zwischen den beiden, zwischen Harry, ihrem Mann und dem. Dann hat sie mir das gemeldet. Dann habe ich das zweite Kapitel aus der Perspektive von Harry, dem Mann, geschrieben und so ging das weiter bis zum 33. Kapitel. Und während des Mailens haben wir nicht und während des Schreibens haben wir nicht mehr über das Buch geredet. Also wir haben nie gesagt, was hast du mir da heute für einen Quatsch geschickt oder wer ist denn jetzt auf einmal Theo? Es wurde über nichts gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir schreiben es so fertig, jeder kriegt die Vorlage, an der er weiterarbeiten muss und jeder schreibt zu seinem Kapitel auch einen Dialog. Und erst wenn es fertig ist, lesen wir es uns vor. Und so haben wir es gemacht. Und dass die Dialoge so absolut bei ihm und bei mir gleich klingen, liegt daran, dass wir in den 70er Jahren, ich glaube, 30 Fernsehspiele und Hörspiele zusammengeschrieben haben. Also ich weiß, wie er tickt und er weiß, wie ich ticke. Also das hat irgendwie geklappt. Wir sind ein Ehepaar, wie man den Zeitungen entnehmen kann, das sehr eng befreundet ist, seit 40 Jahren oder so ungefähr verheiratet, aber seit wie vielen Jahren getrennt? 15, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir wohnen nebeneinander, wir kochen füreinander. Wir sind nur irgendwie kein Liebespaar mehr, aber irgendwie doch. Das war niedlich. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht Schwierigkeiten damit hätte, nun plötzlich so einen wohlhabenden Mann zu haben. Mama hat sie gesagt, Frank ist nicht wohlhabend, der ist reich, steinreich. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Woher hat er denn die Kohle geerbt? Ja, das auch. Der Vater macht irgendwas mit Immobilien in Hamburg. Frank ist der einzige Sohn und hat eine Dependance der Firma in Leipzig, wo sie eine Riesenvilla haben. Und da wohnen sie? Ja, Frank, Gloria und Laura und Personal. Personal? Wie kommt unser einziges Friedmädchen mit Personal zurecht? Ach, sie wird ja auch älter, Harry. Die Villa muss riesig sein, renoviert, denkmalgeschützt, großes Grundstück, Stallungen für Pferde, ein Park und ein Pförtnerhaus. Und stell dir mal vor dem Haus haben die einen eigenen Tennisplatz. Vor der denkmalgeschützten Villa mitten im Wohngebiet. Ja, warum denn nicht? Würde mich wundern, wenn das in Leipzig erlaubt wäre. Privater Tennisplatz mitten in einem Wohngebiet. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen Ärger gegeben, aber jetzt existiert der Tennisplatz. Frank hat wohl Beziehungen. Er hat es irgendwie als Wiese mit Streifen deklariert. Komisch, oder? Wiese mit Streifen. Zur Hochzeit wird er eingeweiht und Gloria schenkt Frank zur Hochzeit so einen Hochsitz. Ein Hochsitz? Geht er etwa zur Jagd? Nein, so einen Schiedsrichterstuhl für den Tennisplatz. Da kann er dann oben drauf sitzen, wenn sie mit anderen Tennis spielt und er macht den Schiedsrichter oder Punktrichter oder wie das heißt. Wie ein Kaiser auf dem Thron, der über sein Kaiserreich blickt. Jedenfalls wird es spannend. So, ich muss mich noch zurecht machen. Ich bin zurecht gemacht. Dazu sage ich lieber nichts. Gut so. Also, ich gehe jetzt schon mal runter an die Bar. Ich brauche noch 10 Minuten, dann komme ich nach. Okay, bis gleich.